Moin Moin und viel Spaß bei einer neuen Folge LS22 aus The French Plain. Ich bin Tizian. Ich bin Mirilani. Und wir sagen Hallo. Hi und viel Vergnügen. Genau. Gestern habe ich damit angefangen, hier diese Palettenanlage zu befüllen, in der Hoffnung, dass ich da palettenweise Kartoffeln rausbekomme. Gerade passiert da noch nichts. So, der CP-Fahrer ist hier noch unterwegs, müsste aber gleich fertig werden. So, ich will jetzt mal den großen Case hier vorspannen. Was hast du denn alles Schönes geschafft, Mirilani? Ja, ich habe ja in dem Sonntagsstream Felder geschenkt bekommen mit Hirse. Die habe ich geerntet und jetzt war ich schon dabei, das größere der beiden Felder zu mulchen. Und jetzt fahre ich zu dem kleinen, schnuckligen Feld und mulch das auch. Und danach, hast du gesagt, kann ich mit der Direktsämaschine, heißt die so? Ja, genau, Direktsaatmaschine. Genau, oder Direktsaatmaschine? Weiß ich nicht. Also Sämaschine oder Saatmaschine? Saatmaschine. Sämaschine, Direktsämaschine. Genau. Ja. Genau, genau, damit kann ich dann Ölrettich auf den Feldern verteilen. Ich habe, glaube ich, rausgekriegt, beziehungsweise aussehen, warum das vorher nicht funktioniert hat. Anscheinend konnte er die Palette nicht abstellen. Da, wo er stand. Und jetzt hat er eine Palette abgestellt. Und jetzt macht er nichts mehr. Lol. Okay, pass auf. Wir stellen das mal dahin. Mir fehlt nämlich auch noch für den Traktor. Ich würde mal versuchen, die Box, wo die Kartoffeln rein sollen, mal an den Kartoffelsortiermaschine ranzuschieben. Schauen wir mal. Ja, das kann gut sein, dass er einfach keine Box gedroppt hat. Weil er zu dicht an der Hütte stand. Und jetzt hat er eine gedroppt. Die habe ich gerade in der Fahrt verloren. Im Galopp verloren quasi. Und vielleicht sucht jetzt die Kartoffelsortiermaschine diese Box. Und findet sie nicht. Keine Ahnung, wie dieses Ding funktionieren soll. Aber es hat schon mal, ich hab's beim Testen habe ich es schon funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste gar nicht, dass du schon mal ausgetestet hast. Doch, doch. Mhm. Doch, 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 doch. Vielleicht ist dieser Hof nicht dafür geeignet. Also das ist ja unser Hof. Ich dachte, der ist noch irgendwo anders. Du musst ein bisschen lauter sprechen. Okay. Ja, du Entschuldigung. Nuschelst etwas, also du nuschelst, du redest leise vor dir her. Okay. Also gerne kraftvoll sprechen. Trauen Sie sich das? Ja. Ja. So, und wieso funktioniert... Ah, ich habe schon wieder eine verloren. Okay, pass mal auf. Wir machen das mal aus. Immer wenn ich losfahre, verliere ich eine Palette. Das ist super toll. So, jetzt fahre ich einmal hier hinten so ein bisschen hin. Es wird jetzt komplizierter, als einfach die Kartoffeln auf einen Haufen zu schmeißen. Ja, es fühlt sich so ein bisschen an, ja. Wie hitze mich denn jetzt? Es regnet immer noch. Eigentlich so eine Art Wettervorherschau? Ja, im Escape-Menü. Ah, okay. Kannst du dir angucken, wie das Wetter die nächsten Tage wird. Escape? Ah ja, Wolke mit Sonne. Aktuell 14 Grad. Das gibt's doch nicht. Ich habe schon wieder eine Palette verloren. Um 18 Uhr hört es auf zu regnen. Jetzt wird sie gefüllt. Holy shit, ey, das war jetzt eine schwere Geburt, muss ich ganz ehrlich sagen. So, die ist gefüllt. Und wie viel ist es da drin? 1000. 1000. Er hat tatsächlich die ersten nicht gefüllt, weil das auf der verkehrten Seite stand. Da hat er jetzt wieder eine abgeworfen. Das ist aber auch ziemlich schräg, wann er die abwirft. Pass mal auf, ich werde jetzt einmal kurz den Kollegen mit dem Frontlader zum Händler schicken. Ich brauche nämlich eine Gabel.
Und den CP-Fahrer können wir auch wieder um switchen, dass er die nächste Aufgabe, das nächste Feld macht. Das Gute ist, wenn er da hinten unterwegs ist, wo ich schon die Kurse habe, dann brauche ich den nur einstellen und dann ist alles geregelt. Hoppala. Falsche Tastatur und falsche Kombination. Genau, das einmal zum Händler einstellen. Ich muss ja einmal dann den vorbeifahren an diesem Konstrukt mit den ganzen Paletten und so weiter. Also eigentlich sind da nur 1000 drin in einer Palette. Da waren wir ja in der letzten Folge auch am Überlegen, ob da vielleicht 10.000 reingehören und er deswegen erst das anschmeißt, aber nee, 1000 ist es. Klingt besser. Ja. Sind natürlich ja noch immer ziemlich viele, sondern immer noch ziemlich viele. Aber da sind Paletten. Bei der Mission ganz schön viele Kartoffeln für uns übergeblieben. Wir hatten auch ein eigenes Feld, ne? Also okay. Wir hatten ja eins von unseren eigenen Feldern, ich glaube die 115 oder so, das war Kartoffeln. So, einmal da drüben drauf. Ich mache mal wieder die Kursgenerierung. Ja gut, das könnte ich tatsächlich so hinhauen. Und wir müssten, ja, ich kann ihn auch von hier aus fahren lassen, das ist auch kein Problem. Einmal Start. Rüber, tschüss. Aber das ist auch Fiktion, oder? Dass der Helfer den Rest kriegt von der Ernte, das würde doch im echten Leben nicht so sein. Ja, das würde im richtigen Leben nicht so sein. Das ist richtig. Dass der Bauer sagt, ja komm, egal, nimm. Ich habe mit so und so viel kalkuliert. Das glaube ich auch nicht. Ich habe genug. Da würde wahrscheinlich eher wenn du halt länger brauchst, dann wird halt mehr berechnet, ne, als Lohnunternehmer. Ja. Also ich denke, das ist einfach nur als Spielanreiz nochmal so ein Goodie sozusagen. Genau, beziehungsweise du musst ja auch ein Feld nie zu 100% fertig haben. Mhm. Ne, ja. Es reicht ja, wenn du so ein Feld mit, das ist immer noch aus, gut. Wenn du so ein Feld zu, ich weiß gar nicht, 90-95% fertig hast, dann hast du ja die Mission schon erfüllt. Ja, das ist auch einfach, um die Spiellaune zu erhalten, weil sonst ist er zu streng. Weil dann ist es wie Real Life und dann kannst du gleich dein Real Life machen. Ja, höchstwahrscheinlich, ja. Da hast du recht. Na guck, das geht. Da waren bestimmt keine Boxen fertig genagelt. Es dauert immer eine gewisse Zeit, bis so eine Box wieder fertig genagelt ist und dann kommt sie erst raus. So. Einmal, jetzt stelle ich das mal hier hin und sag wieder zulassen. So, und jetzt warten wir mal ab. Eigentlich müsste irgendwann jetzt bald eine Palette da raus pluppen und dann wieder Kartoffeln abgefüllt werden. Denke ich. Ich lasse es mal den Traktor an und lasse das alles hier stehen. Und dann werden wir es mal beobachten. Du bist dagegen gefahren. So viel dazu, dass er da einfach rüberfahren kann. Hätte auch funktioniert, wenn da nicht so ein Stumpen wäre. An dem er leider hängen geblieben ist. Naja, manchmal passiert das. Bitte? Ein Dekostumpen? Oder ist es wirklich so ein gefällter Baum? Ne, der ist wahrscheinlich irgendwann mal, so wie der aussieht, so wie der ausgefranst ist, ist der mal irgendwann bei einem Sturm umgeknickt. Guck. Die sehen aber alle gleich aus, Tizian. Ich habe die schon auf der Karte gesehen, ja. Die sehen alle umgeknickt aus? Gleich umgeknickt. Ja gut, okay, er hat aber auch gerade Kanten, das heißt, er wurde wahrscheinlich geschlagen. Verstehe ich nicht. Warum das nicht? Wann das anfängt, so eine Palette zu... Oder muss ich irgendwas drücken dafür? Nee. Warte mal, steht das da irgendwo... Steht das irgendwo hier drin, in der Anleitung? Wann das Ding eigentlich was macht? So, Kartoffeln und Zuckerrüben werden mit dieser Maschine in Paletten für den Verkauf gepackt oder auf Förderbänder verladen. Genau. Klingploing. Mehr steht da eigentlich nicht.
Details. Da steht auch nicht mehr. So, ich bin mit meinem kleinen Feld jetzt auch fertig und komme wieder zurück zum Hof. Ja, mach das. Kommen Sie zurück zum Hof. Mhm. Können Sie was erleben. Haben wir eigentlich noch genug Saatgut für den Ölrettich? Muss ich gleich mal gucken. Ja, musst du mal reingucken. Ansonsten einfach welchen kaufen. Ja. Ich glaube, du müsstest Rechte haben, dass du kaufen darfst und alles. Die habe ich dir, glaube ich, das letzte Mal gegeben und nicht wieder entzogen. Wir haben auch schon wieder 156.000, das ist echt gut. Ja. Haben wir denn jetzt auch noch einen großen Auftrag in der Pipeline oder jetzt so Medium? Ne, ich habe jetzt gerade, gerade machen wir nichts Großes. Mhm. Ich habe hier einen Düngerauftrag gerade am Laufen. Ey, der schwarze Van hat mich von der Straße abge... Oh nein. Oh nein. Wie doll. Ja. Ja. Nämlich wirklich echt gerammt. Einfach mal weggerammt. Das ist Vaterflucht. Guck mal. Der fährt einfach weg. Fährt einfach weg. Hilfe. Na, warte. Du wirst auch nochmal Kartoffeln essen. Dich erwischen wir früher oder später. wann ist eigentlich Mais dran? Im April kann man Mais sehen. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Dann können wir nichtsdestotrotz das große Feld, was wir hier am Hof haben, das können wir dann mit einem tiefen Lockerer ab morgen durchgehen. Weißt du? Okay. Wenn die Ölrettich rausgekommen ist. Ja. Und dann lassen wir es einfach brach liegen, ne? Bis... Bis April. Bis April, ja. Sehr gut. Ich frage mich immer noch, wie das funktioniert hier. Oh, das Kind hat aufgehört zu schaukeln. Ich muss anscheinend immer ein kleines Stück vorfahren, nachdem er einmal abgeladen hat. Oder halt dann die andere Palette wegnehmen, das konnte ich bis jetzt noch nicht. Und dann hat er die nächste Palette angefangen. Da, jetzt ploppt da wieder eine. Spannend. Irgendwo höre ich doch Marilani. Ach da. Da kommt sie angetuckert. Echt, hört man mich so laut? Hm? Hört man meinen Traktor so laut? Ja, man hört sie eigentlich ganz gut. Mhm. Und gerade der Fiat ist eine ganze Ecke lauter. Stell den ruhig erstmal hinten beim Kalkgelöt ab. Der ist schon so voll. Ja, der Fiat ist schon... Immer voller. Bitte? Es wird immer voller bei uns. Ja, das stimmt allerdings. Gut, ne? Ja. Klar. Hier tut sich was. Hier wird investiert ohne Ende. Investiert und weiterverarbeitet. Ich hoffe tatsächlich, dass es mit den Kartoffeln eine gute Idee ist. Weil ich habe jetzt gerade eben schon eine Palette mal angelupft. Mhm. Die verhalten sich auch schon wieder so ein bisschen komisch. Oh oh. Oh, oh. Oh oh. Und rein theoretisch wird man das natürlich auch nicht im Regen machen. Ne? Jetzt die ganze Zeit die Kartoffeln nass riegeln lassen, ist natürlich auch nicht schön. Auch eine schlechte Idee. Aber momentan geht's nicht anders. Mensch, immer diese laute Traktoren hier. Weißt du, was mir noch einfällt? Bei den Pferden haben wir da Hafer aufgefüllt diesen Tag? Ja, haben wir schon einmal gemacht. Okay. Also das ist dann, wenn, dann erst morgen wieder dran. Erst morgen, genau. Beziehungsweise nicht morgen, sondern im Oktober. Oktober morgen. Ja. So, jetzt funktioniert das auch mit der Palettengeschichte. Da ist jetzt gerade eine neue Palette rausgekommen. Und ich kann da jetzt die nächste Palette mir schnappen. Gut, der eine CP-Helfer ist auch fertig, aber... Darum kümmern wir uns dann auch in der nächsten Folge, würde ich sagen. Denn für heute haben wir eine Menge rausgekriegt, glaube ich.
Oh, ich muss noch mal ein bisschen gucken, dass ich ein elegantes Screenshot, einen eleganten Screenshot hier gleich rausziehe. Habe ich für die erste Folge gar nicht dran gedacht, dass ich da auch ein schönes Thumbnail machen kann. Gut. Gut, die Palette ist runtergefallen. Perfekt. Ja. Alles klar. Das Screenshot. Wir sagen mal wieder recht herzlichen Dank dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen, genau. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns am Donnerstag bei der nächsten Folge wieder. Dann geht's bis weiter dann. Auf French Plain. Tschüss. Genau, ciao.